So, hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Video, ein sogenanntes Lost Place Video. Das Haus, wo wir gerade vorbeigegangen sind, sieht ziemlich lost aus, also ihr habt das Auto gesehen, das war abgemeldet, aber ich bin mir nicht sicher, ob doch noch einer wohnt, weil die Hecke frisch geschnitten ist. Ich war gestern früh schon hier. Und ja, aber ich bin wegen einem anderen Lost Place hier, bin extra früh aufgestanden. Ja, es geht um einen Bauernhof, das wir jetzt unmittelbar vor uns sehen. Ich hoffe, die Leute schlafen noch alle, damit ich hier in Ruhe filmen kann. Hier ist das besagte Lost Place. Ich weiß aber nicht, Leute, ob wir noch rein können. Aber ich schaue mal, ob hier irgendwo eine Überwachungskamera ist, weil ich gestern ein Schild gesehen habe. Aber egal. Schauen wir hier rein. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Da ist noch ein ganz alter Ofen. Und richtig alte Möbel. Ja, das ist die sogenannte gute Bauernstube. Fenster sind auch schon eingeschmissen worden. Also hier schon ziemlich randaliert worden. Hä? Es liegt alles auf dem Boden. Gehen wir erst einmal außen rum. Weil hier draußen ist auch viel Interessantes. Übrigens, man könnte vielleicht hinein. Aber ich will es nicht riskieren. Weil ich nicht weiß, ob hier ein Kamerasystem eingebaut wurde. Aber ich habe nämlich so ein Schild gesehen mit einer Kamera. Sieht man was? Gibt es eh nicht viel zu sehen. Alles im Arsch da drin. Gehen wir nochmal außen rum. Und mal schauen, ob jemand kommt. Drüben sind auch Anwohner. Da ist ein Silo. Ah, genau. Achtung, Einsturzgefahr. Ach so. Okay. Ich dachte schon, das wäre eine Kamera. Das habe ich jetzt von Weitem nicht gesehen. Kann man was sehen, Leute? Da muss ich jetzt aber, hier ist Einsturz, drum Einsturzgefahr, haben die reingeschrieben. Ja, für alle Mofa-Bastler, hier sind Auspuffanlagen von Mopeds. Ja. Übrigens. Jetzt gehen wir erst einmal außen rum. Weil hier die Scheune ist schon ziemlich eingestürzt teilweise. Aber es ist halt nicht viel da. Da liegen Zementsäcke, Holzbretter, eine Mülltonne sehe ich da hinten. Also ein richtig geiles Lost Place. Ja, den Schuppen schauen wir uns später an. Oha, ich glaube, hier halten sich Wildschweine auf.
Ja, da oben kommt das Dach schon halbwegs runter. Igitt, ist das ein Bad hier. Ich glaube, das hier mal. Da sind auch noch landwirtschaftliche Anhänger. Da ist so ein Tank. So ein Gülletank. Hier auch noch so ein Anhänger. Da hinten ist auch irgendwas verfallen. Was eigentlich? Vielleicht die Toilette? Tatsächlich ein Plumpsklo. Hey, das ist aber geil. Die haben wirklich noch draußen geschissen. Alles noch im Originalzustand. Sensationell. Aber wisst ihr was? Ich probiere jetzt mal hier reinzukommen. Muss euch leider mitteilen, dass das Ding nee, der hat unten so einen Riegel. Schaut's her. Nee, der geht sogar. Ich dachte schon, das Ding ist festgerostet. Hä, hey, wieso das? Das sind ja zwei Türen. Aber nee, der ist zugesperrt. Okay, dann machen wir auch wieder aber zu. Also rein kommen wir nicht. Wir können nur durch das Fenster. Nur durch das Fenster filmen. Da ja irgendwelche Idioten Fenster eingeschmissen haben. Hey, da ist noch eine Küchenhexe. Alles auch im Originalzustand. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr habt es gesehen, weil ich komme leider nicht in das Gebäude. Aber das Ding ist eh schon ziemlich abgefuckt. Gut, gehen wir nochmal zurück. Durch den Schlamm, voll Deibe. Oh, das tut man nicht alles, wenn man dieses Hobby betreibt. Da muss man auch durch Schlamm rennen können. Alter Verwalter. Aber ich glaube, hier sind mehrere schon hier unterwegs gewesen. Wahnsinn, um die Uhrzeit schon so viel Verkehr. Mal nochmal reinleuchten. Also, keine Ahnung. Ihr werdet es vielleicht im Video sehen. Ein Fahrradreifen. Hä? Wegen der Autoteile? Na, Traktorteile wahrscheinlich. Hey, ein kleines Kinderfahrrad. Alter, das Ding ist aus den 70ern. Da liegt nur ein Schuh. Schuhe, Flaschen. Ja. Das wird jetzt interessant, die DOT-Nummer zu lesen, was das für ein Baujahr ist. Ziemlich modernes Profil. Jetzt gucken wir mal noch mal durch die Fenster. Also durch diese Fenster.
Mensch, ich würde so gerne da oben rumrennen, aber und die alten Möbel sehen. Aber hier, guckt's mal, ihr bekommt doch was zu sehen. Hier ist ein Bett, ein uralter Bauernschrank, beziehungsweise es stehen zwei davon da. Und da ist ein Teil von der Eckbank, oder was das sein soll. Da ist noch irgendwie eine Couch. Das ist der Vorteil, wenn die Glasscheiben heraus sind. Du kannst trotzdem hier reinfilmen. Bloß dieser blöde Baum nicht mehr. Hier ist noch so ein Schrank. Man muss ja nicht immer reinkommen, Leute. Man kann auch durchs Fenster filmen. Da hängen die Gardinen runter. Hier sind die Schränke. So eine Plastikwanne, lauter so Gruschzeug halt. Aber hier ist auch schon ziemlich rumgewühlt worden. Das Blöde ist, wenn ich jetzt reingehe, dann kommt ein Spaziergänger und sieht mich, wenn ich da drin rumlaber. Ihr müsst ja wissen, das ist hier eine Straße und da sind die Anwohner. Das Haus ist ja auch schon ziemlich einsturzgefährdet. Wenn ihr euch einmal die Wand hier anschaut, also die Mauer, da ist es gut, wenn wir hier nicht reingehen. Also ich habe keinen Bock, wenn ich jetzt drin bin und plötzlich fliegt mir die ganze Bude um die Ohren. Der Eigentümer wird es auch nicht toll finden, wenn da hier fremde Leute rumrennen. Aber hier auch eine vordere Tür haben die extra zugemacht, damit keiner reinkommt. Und was zu ist, bleibt auch zu. Das ist nun mal so. Aber nochmal reingucken in die gute Stube. Da liegt ein Bierkrug. Den habt ihr, glaube ich, schon gesehen vorhin. Bleiben wir mit der Kamera schön rein. Alter, ist da noch ein Kreuz in der Ecke? Nicht, oder? Das ist ja wie ein Bauernhofmuseum. Aber ich feiere diesen Ofen da hinten. Diesen Kachelofen, diese hellblaue. Die finde ich geil. Ich glaube, die haben sogar einen historischen Wert heute. Wenn die wenigstens die Sachen verkaufen würden. Nee, die lassen alles verschimmeln hier. Das muss echt geil gewesen sein, hier gewohnt zu haben. Da hinten ist noch so ein Blechwaschbecken. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Also wirklich uralt im Originalzustand alles. Also wirklich die alten Möbel aus der König-Ludwig-Zeit, würde ich mal behaupten. Weil der Bauernhof ist bestimmt Baujahr 1840 oder was auch immer. Jetzt gucken wir mal die vorderste Front an. Ich weiß nicht, dieses Wohnhaus da sieht lost aus. Aber es scheint aber auch gewohnt zu sein. Leute, wir gucken noch mal hier durchs Fenster. Hier ist die... Mann, das ist alles noch original. Bloß, dass halt hier der Bauer seinen Müll drin gelagert hat. Finde ich aber schade, weil es sind hier wirklich schöne Möbel. Da ist eine Scheibe kaputt gehauen worden von dem Schrank. Da ist auch alles noch drin. Hier die ganzen Gläser. Der Fleischwolf, den man da wie so einen Schraubstock am Tisch befestigen kann, der liegt auch noch da. So ein alter Fleischwolf. Da hinten, ja, das sieht man nicht, weil da, ich glaube, ein Insektennetz im Weg ist. Da sind noch alte Blumen. Wenn ich mich nicht täusche, ungefähr das gleiche Messer habe ich auch. Aber halt bloß in Gold. So Fake-Klump halt, ne? Wahnsinn! Ist bestimmt 1980 oder so nicht mehr bewohnt. Alte Leute. Jetzt hier mal reinfilmen. Oh, das ist ein Messi-Chaos da drin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich glaube, der Marder
Jetzt hier auch drin. Da hinten ist dieses Blechwaschbecken, wo ich euch gesagt habe. Also hier ist die Küche. Elektroherdplatten. So ein altes Sofa, auch schon zerrupft. Die Küchenhexe, die zugemüllt ist. Mann, ist das ein geiler Bauernhof. Richtig noch Originalzustand, genau so liebe ich es. Keine übertriebenen Modernisierungen. Jetzt gehen wir mal da einer. Hey, da liegt noch ein alter Wecker. Geil. Ich sammle die Dinger. Ich habe nämlich auch solche zu Hause. Alle vom Flohmarkt. Für ein paar Euro mitgenommen. Bloß meine funktionieren. Das ist der Unterschied. Ich habe zum Beispiel einen Junghanswecker im Neuzustand. Also wie wenn du ihn gerade frisch gekauft hättest. Und ich habe es für 2 Euro am Flohmarkt mitgenommen. Wie gern wäre ich jetzt im oberen Stockwerk. Die alten Betten, die Schränke, ist alles noch möbliert. Geil. Dann gehen wir mal vorbei. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich gehe noch mal um den Stadel rum. Na, hier kann ich ein bisschen lauter sein. Ich hoffe, dass man mich trotzdem versteht. Weil die Nachbarn, die wohnen ein bisschen weiter weg. Also es ist eher ein Einödhof, weil die anderen Häuser sind weiter weg. Dann kann ich schon ein bisschen lauter reden. Da sind auch Fenster offen. Geil! Ich glaube, die Dinger sind noch im Betrieb. Weil, oh, guck mal, das ist ein Farmer, ein Fendt, ne? Fendt Farmer 35. Geil, ein Bulldog, so alles von BayWa, also da muss Stammkunde bei BayWa sein. Da liegt auch noch so ein kleines Mofa-Motor liegt da rum. Ob Sie das sehen können, auf dem, was sind das überhaupt? Da ist eine Werkbank mit Schrank. Hier riecht es auch nach Diesel, ich glaube, dass das vielleicht noch im Bett, dass der mit dem Bulldog noch fährt. Ich glaube nicht, dass das alles leer steht. Liegt da ein Anlasser, da liegt ein Mofa-Kolben, auch schon ziemlich verrostet, da liegt irgendwas vom Auto, was sind das für Scheißdinger, keine Ahnung, Stacheldraht eingerollt, also viele Bushcrafter kennen wahrscheinlich dieses Ding. Also Vanessa Blank kennt das Teil, weil die, glaube ich, hat es. Ich glaube, der Fritz Meinecke hat sowas gehabt. Warte, ich filme mal ein bisschen hin. Dieses silberne Ding da, diese Bundeswehr. Alter, ist da ein Messi-Chaos. Schaut euch das an. Also das Video geht schon lang, weil der Bauernhof ist groß. Mal schauen, da sind auch Fahrzeuge drin, oder? Nee, Anhänger. Aber alles durcheinander geparkt hier. Ah, da sind noch diese alten. Die habe ich auch im Bauernhofmuseum gesehen. Diese Heuwänder da aus Holz. Und viele haben das auch zur Deko im Garten stehen. Alter, ist das geil hier. Lauter Olzgrafe, was ist denn das da eigentlich? Ein Schweißgerät. Elektroschweißgerät. Oder was soll das da hinten sein, dieser blaue Block da? Da unten ist noch so ein Stützrad oder was das sein soll. Da ist ein Pflug. Oder ja, oder nee, doch ein Pflug mit so Rollen dran. Nee, der Weibertasche. Was ist das für ein rundes Ding? Also viele von euch, die Landwirtschaft ein bisschen Ahnung haben, die können ja im Kommentar reinschreiben, was hier alles so rumflackt. Ne? Das ist halt so ein Mäher, die sehe ich oft immer im Einsatz, die Dinger da. Da liegt noch ein Gartenzaun. Holzbalken. Kurze Fix, kein Oldtimer. Gerade ich, außer der Bulldog und die paar uralten Hänger. Komm, gucken wir mal da rein. Das hätte ich gemeint, war Elektroschweißgerät. Da ist diese
Frauentasche. Weiter hinten sind bewohnte Häuser. Leute, ich will Oldtimer sehen. Ich will einen alten Opel Kapitän oder so ein BMW Barockengel, irgend sowas halt. VW Käfer, irgendwas Geiles. Aber da ist so ein Ding, ich glaube, dass das Ding noch benutzt wird. Halt das im Fenster, da können wir reinfilmen. Ich glaube, das wird ein langes Video. Bin am Überlegen, ob ich dieses geile Lost Place heute noch veröffentliche. Weil das ist so geil. Alter, das sind... Okay. Hier sind auch landwirtschaftliche Maschinen drin. Da sind noch die alten Backsteine. Zum Renovieren von denkmalgeschützten Häusern sind diese Backsteine ideal. Die hat er sich auch gesammelt, ne? Falls er an seinem Haus was basteln will. Da hinten liegt noch ein zerlegter Druckluftkompressor. Da das Radl mit dem Kolben flackt da am Boden rum. Und da ist auch noch ein Wasserpumpen oder irgend sowas. Lauter Holzgraffi. Und in dieser Scheune steht jetzt mein Opel Kapitän, oder? Nee. Ich denke mal nicht. Oder doch ein VW-Käfer, das wäre was. Das Highlight dieses Tages. Nee, nur Graffi. Nur Klump. Das schaut aus wie ein Hirschgeweih. Nein, das ist eine Baumwurzel. Da sind auch noch so uralte Maschinen. Ah, wieder so ein Heuwender in der Ecke hinten. Da ist eine Tür mit Fenster. Das da hinten könnte ein Teil von einem Bettgestell sein. Naja, also vielleicht sieht es besser jetzt. Da hinten das Bettgestell, die Tür. Schon geil. Gefällt mir. Alles noch im Originalzustand. Wie vor 100 Jahren. Da ist nichts modernisiert worden. Alles noch so belassen. Genauso gefällt mir das. Das sind auch die geilsten Lost Places. Jetzt haben wir 23 Minuten geschafft. Da sieht man, wie groß dieses Place ist. Überall liegen Sachen rum. Ich glaube, dass das noch benutzt wird, weil da steht der Bulldog drin. 100 Pro, dass der Bauer herkommt und ein bisschen mit seinem Traktor durch die Gegend geiert. Da schaut es einmal. Das ist auch schon ewig nicht mehr in Benutzung gewesen. Hier das Silo. Vorsicht beim Betreten des Silos. Erstickungsgefahr. Ja, das ist schon bekannt. Gut, dann schauen wir uns dieses Gebäude nochmal vom Weiten an. Ich bin extra euretwegen und wegen diesem Lost Place früh aufgestanden, weil genau um die Uhrzeit die meisten noch schlafen. Und nicht alle 5 Minuten ohne mit die Hunde entgegenkommen oder irgendwelche Jogger, irgendwelche Autos. Aber diese Felge, die muss ich mal nochmal genauer anschauen. Das sind für mich diese Highlights. Entweder Traktor oder ist es Opel? Nee, Ford. Ford Taunus, oder? Keine Ahnung. Das ist ja doch vom Traktor. Ein Vorderrad. Aber ich weiß, von Ford, die alten Ford früher haben auch solche komischen Felgen drauf gehabt. Mit diese langen Löcher an der Seite. 4 Stück. Ich habe mal auf Oldtimer-Treffen sowas gesehen. Aber dieses Mengele-Teil. Das ist ja eigentlich noch heute in vielen Bauernhöfen noch in Gebrauch. Mengele. Ich glaube, die Firma gibt es heute noch. Und das Ding gammelt einfach vor sich hin. Ne? Eigentlich schon drum. Naja. Ich glaube, das war's jetzt. Jetzt haben wir wirklich 25 Minuten.
Wir haben auch innen was gesehen, aber leider konnten wir nicht reingehen. Vielleicht war mal offen. Dann ist jeder reinmarschiert und deswegen hat der Besitzer zugemacht. Ihr habt es gesehen, da vorne ist eine etwas modernere Tür. Einfach nur so reingehängt worden, mit Ziegelsteine befestigt. Damit niemand mehr reingeht. Und hier ist auch dieses Schild. Da gehen wir jetzt nochmal zum Schluss nochmal hin, bevor ich mich verabschiede. Dieses Schild hier, da ist wirklich jeder reingegangen. Obwohl eigentlich nichts drin ist. Es wäre vielleicht doch geil gewesen, wenn da ein Opel-Kapitän stehen würde. Oder ein Admiral, irgendwas Geiles, ein Mercedes S-Klasse aus den 70ern. Nee, leider nicht. Nur Grusch. Aber wir gehen nicht rein, denn es wurde ja gesichert. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch offen und da hat jeder reinspazieren können. Vielleicht war ja auch Dirk Ferrato schon mal da. Weil das ist ja schließlich in meiner Heimat hier, ne? In schönen, schönen Oberbayern. Irgendwo in Oberbayern befindet sich dieses geile Gehöft. Also es muss damals zu König Ludwig Zeiten ein ziemlich reicher Bauer gewesen sein. Weil so ein riesen Ding, hinten noch die ganzen Scheunen. Na gut, dann verabschiede ich mich. Bleibt's gesund. Das ist sehr wichtig, gesund bleiben, gell? Und falls ihr auch dieses Hobby betreibt, aber bitte mit Vorsicht, ne? Weil ihr wisst ja, Einsturzgefahr. Weil ich weiß nicht, wie die Balken drin sind und so. Das Dach ist auch schon ziemlich im Arsch. Deswegen sollte man in solche Gebäude, die wirklich schon so lange leer stehen, eigentlich nicht mehr reingehen. Vor allem, wenn der Besitzer des Grundstücks, ihr seht es ja, hier wird auch ab und zu mal gemäht. Hier fahren Fahrzeuge rein, also es wird eigentlich noch, ist noch im Besitz, ne? Warum er das Ding nicht wegreißt und sich was Neues, Schönes aufbaut, vielleicht die Scheune wieder herrichtet und den ganzen Rotz weghaut, was eigentlich schade wäre, weil das ist wirklich ein tolles historisches Gebäude. Ich vermute mal, zu König Ludwigs Zeiten stand dieser Hof auch schon da, weil das ist wirklich vom Baustil her typisch bayerisch, ne? Also nicht das moderne Zeug, was heutzutage gebaut wird. Naja, dann sage ich, ich hoffe, wenn es euch gefällt, das Video, einfach Daumen nach oben. Ein geiler, also wirklich ein Kommentar wäre nett. Ich hoffe, dass Dirk dieses Video gefällt, weil gerade alte Bauernhöfe, obwohl er übernachtet gern in Hotels, wie ich in dem letzten Video gesehen habe. Weil vielleicht werde ich es ja heute noch hochladen, weil das ist so geil. Ja, ich glaube, ich mach's. Ich habe zwar auf der Speicherkarte noch eine verlassene Bäckerei habe ich noch am Start. Und da war ich drin. Ich war drin. In der Bäckerei. Irgendwo im Frankenland gefunden. Ich kenne das Lost Place aber schon viel, viel länger. Deswegen musste ich da ein Video draus machen. Aber ich glaube, dieses Lost Place werde ich veröffentlichen. Weil es ist wirklich, da kann ich euch nicht warten lassen. Ja, ich glaube, ich werde es so machen. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch, weil ich weiß nicht, wann es hochgeladen wird. Ich denke mal abends oder nachmittags, je nachdem, wie lange mein Computer braucht. Also dann, jetzt verabschiede ich mich schon zum dritten Mal. Servus, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.